Kackerkanone ist geladen. Kackerkanone ist geladen. Ja! Mein Job! Wer hat in meine Stiefel geschissen am 6. Dezember? If you really don't care, we'll be in the building! Aua, ich hab einen Krampf! Du weißt schon, was wir jetzt gleich spielen. Kacke-Alarm, Kacke-Alarm, Kacke-Alarm in meinem Darm. Kacke-Alarm, Kacke-Alarm, Kacke-Alarm in meinem Darm. Kacke-Alarm, Kacke-Alarm, Kacke-Alarm in meinem Darm. Schnappt euch, Mr. Kacker, steck ihn in die Jacke. Deine Jacke voller Kacke. Der gefällt mir richtig gut. Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Was geht, Leute? Hier sind zwei erwachsene Männer, die beide eine absolute Sinneskrise im Leben durchmachen. Tobi, weil er für mich arbeitet, ich, weil ich seit 7 Jahren nichts anderes mache, außer diese Videos für euch zu präsentieren. Das meine ich ernst. Wir spielen heute Kacke-Alarm. Das Spiel, was 1993 tatsächlich den Spiele-Weltmeisterpreis gewonnen hat. Ihr seht hier unten, Leo hat da was gefotoshoppt, da steht da, ist hier drauf getrackt. Kacke-Alarm, ein Spiel für Groß und Klein. Ich glaube eher nur für Klein, aber. Ein Spiel für Groß und Klein, da steht 5+. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler und ich dachte mir, das ist Teil unserer neuen Rubrik Revi testet Kinderspiele. Und das ist heute der erste Part mit dem Spiel Kacke-Alarm. Ich lese ganz kurz die sehr belastende Beschreibung durch. Kacke-Alarm. Drückt den Pümpel, bis Mr. Kacker rausspringt. Da steht da wirklich. Schnappt euch Mr. Kacker. Die Toilette ist verstopft und ihr versucht drei, um sie wieder frei zu machen. Passt gut auf. Durch das Pümpeln kann Mr. Kacker herausspringen. Fangt ihn als Erster und gewinnt Punkte. Der Spaß beginnt, wenn Mr. Kacker hochfliegt. Also basically geht es darum, diese Wurst als Erster in die Hand zu nehmen. Dann kriegt man dafür. Man muss fangen. Ah ja. Achtung nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Das würde ich euch dringend empfehlen, wenn ihr mit eurer eigenen spielt. Nicht in die Nähe vom Augen und vom Gesicht. Hui, da ist der. Da ist der Mr. Kacker. Ey, stell dir mal vor, Alter. Du hast studiert, ja? So ein Typ hat dieses Spiel ja erfunden und irgendein anderer Werbetexter hat das ja geschrieben und sich höchstwahrscheinlich direkt danach das Leben genommen. Es ist ein absolutes Scheißspiel. Ich glaube, dieses Spiel haben schon 20 andere YouTuber vorgestellt, so sei es drum. Das Ding ist, diese YouTuber sind alle sehr viel kleiner als ich. Akani, halt dich da raus, du hältst jetzt den Mund. Alle Leute, die dieses Video vor mir hochgeladen haben, ab jetzt, weil ihr alle kleiner seid, habt ihr es von mir geklaut. Wir haben hier einmal eine Toilette. Hier ist er. Well, sieht er sich an. Ekelhaft. You're disgusting. Der schmeckt auch nicht mal ansatzweise wie... Au. Akani, ab. Wer kommt auf die Idee, sich so ein Game zu überlegen, Alter? Der Aufbau gestaltet sich als sehr schwierig. Ja, ganz schwierig. Spülen. Immer spülen beim Kacken. Und Mr. Kacker? Der Kacker, der kommt hier rein. Ja, aber ich mach's auch nur, dass meine Kacke in meinen Spülkasten steckt. Dann ist quasi die Mechanik folgende. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier pömpel. Oh mein Gott, der fliegt die Übel hoch. Die Frage ist, kriegen wir es hin, das mit einer echten Kackwurst zu spielen? Wir können es probieren. Guck ihn dir an. Damit habe ich meine eigene Kacke gesorgt. Damit geht der erste Punkt das weg. Ding ist, Leute. Und wieder zurück in den Abfluss. Selbst er fragt sich, was geht hier ab? Basically geht es in dem Spiel darum, ich würfel, dann muss ich quasi einmal pömpeln. Dann bist du wieder dran und wer dann die Kacke fängt, kriegt die Punkte. Der in der Münze. Genau, und ja. Die Punkte sind die Münzen. Also lehrt euch das Spiel quasi als heranwachsender Mensch. Wenn eure Kacke irgendwann aus unerfindlichen Gründen aus dem Klo springen sollte, ja, Coronavirus oder dann weiß ich was, sie auf. Dann fangt sie auf, zeigt sie euren Eltern und ihr kriegt dafür 1 Euro. Jeden das seine. Was ist das? Hier, Mr. Kacker. Warte, geht das? Mach schnell. Ich hab Angst. Ich mach's nicht. Ich will nicht! Warte, wie hoch hüpft der? Okay, so hoch. Ich mach mal Notiz. Warte, lass es einfach versuchen, das in deinem Mund zu feuern. Nein! mein Kiefer. Oh! Meine Nasenspitze ist kacke. Guck mal. Hey, riecht aber noch scheiße. Oder? Wollen wir anfangen? Das ist das Dümmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Stimmt nicht, wir haben hier vorne noch. Wollen wir es wirklich zeigen? Und wenn ihr denkt, das kann ich schon machen. Wir machen heute Abend im Livestream unser... Was ist das? Hey. Falls ihr denkt, es kann nicht schlimmer werden, meine Freunde. Doch, Tobi und ich möchten heute Abend unsere erste Jeffree Star X-Ray Vincent Make-Up Palette machen. Wir fangen an mit einem eigenen Lippenstift und werden den natürlich auch live verkosten. Dafür haben wir natürlich auch Düsen.
Ist mein Lippenstift nicht? Nein. Perfekt. Gut, Leute, ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde Mr. Kacker. Achtung, die Kacker springt hoch, hui, da kommt her. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, in welchem Universum das für irgendein Kind, das ist ja wirklich das simpelste Spiel der Welt. Du drückst auf mit dem Pimpel auf den Knopf. Basically geht es darum, dass wenn die rausspringt, du die fangen musst und sich gegenseitig dabei im besten Fall ins Gesicht schlägt. Ich würde sagen, wir fangen an, Mr. Kacker. Ab ins Loch. Gut, ich würfel in 3, 2, 1 und los. Ah, okay, einmal. Du musst den Pümpel nicht mehr aufheben, ne? Es geht nur mit Pümpel. Okay. 3. Oh. Nein. Schnell. Ah! Ich hab so Angst vor Mr. Kacker, dass er rauskommt. 1. Ah! Ich schlag dir voll in die Fresse, wenn er rauskommt. Junge, das Ding ist, immer einer muss ja den Pümpel drücken. 2. Ja! Der Verlierer musste immer in den Mund nehmen. Das wird immer ekelhaft, wenn er schon voll auf dem Mund war. Oh, der war voll tief. Was ist das? Guckt euch diese Illustration an. Schaut es euch an. Kann man Mr. Das kommt sogar mit einer Mr. Kacke. Mit einer Mr. Kacke Haltung. Ich spiele das Spiel anders. Aber es geht auch. Also je nachdem, wie Warte man spielen will. Ne? Kann man da alles reinspielen? Okay, Tobi, pass auf. Jetzt. So hoch, so. Haben wir nicht diese Würstchen noch, diese vegetarischen, die wir da rein tun können? Und dann muss man den Mund fangen. Tobi? Ja. Mit Essen spielt man nicht, deshalb muss gegessen werden, okay? Dann? Wir können es jetzt nicht mit einem vegetarischen Mühlenwürstchen spielen. Doch, wir müssen mit dem Mund fangen. Mit dem Mund? Ja. Digga, wir hauen uns die Köpfe ein. Ja. Okay. Du bloben dumm. 3. Oh okay. Nein, die okay, fliegt. Die fliegt. Meinst du, sie fliegt überhaupt hoch? Weil es so schwer ist? 1, 2, 3. Oh mein Gott. Ah! Hä? Ah! Vielleicht musst du sie erst ganz runter drücken. Drück rein, zieh raus. Warte. Digga, das ist das dümmste Video der Welt, Alter, wirklich. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Es funktioniert! Geht, aber es braucht immer verschieden lang. Kackerkanone ist geladen. Könnt ihr vielleicht weg? Yomi, hau ab, Alter! Kackerkanone ist geladen. SOS, Kackeralarm. Was passiert? Die Kacke im Darm. Wollen wir nicht einfach Zahlen von 1 bis 10 sagen? 1. Ah, das war unfair. Ey, Alter. Stell dir vor, ihr seid 27, ihr müsst sowas machen für euren Lebensunterhalt. Dann kann man komplett nachvollziehen, dass ich Depressionen irgendwann habe. Wir können eine Challenge machen. Sollen wir jetzt da drüber hocken? Müsst ihr das ja nicht so stellen? Ja. Wir machen doch den Kameramann. Okay, der Kameramann spielt Kacke-Alarm. Wir würfeln für Leo. Komm. Hast du gerade extra deinen Arsch dahin gehalten? Nomi, gib die Kackwurst zurück. Ey. Okay, Tobi, wir spielen jetzt mal eine richtige Runde, ja? Okay. Ich habe ja schon eine Münze, ne? Ja, also, okay. Ich würfel. Ausgleich. 2. 1, 2. 1. Du lass mich aber gewinnen, sonst wirst du entlassen, okay? Das ist ja ein Unfall. 1, 2, 3. Mit Augen zu! Alter. Man hört, wenn er rausspringt. Ja, okay. 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 Ja, also. 1. Augen zu. Blau, Digga. Alter, das ist. Ich glaube, das stimmt nicht auch bei der WM. Hab sie! Da, du hast es offen. Ich hab's nur ganz kurz auf. So. Du hast ja beim Springen schon ein Stapel gemacht. Von meinem Stapel auf den anderen Stapel von mir. Ich würde sagen, wer zuerst 2 Münzen hat. Okay, wir spielen jetzt richtig. Jetzt hit dich mal, Alter. Du schneidest hier voll. Du bist ja, du machst so. Soll ich das? Ich bin Stream-Sniper. Verpiss dich jetzt. Drück das Ding. Drück es. Stream-Sniper. Ah! Kleiner Witz. Ah! Ah! Oh! Hab sie. Hey! Gib mir deinen Token. Leute, ich will sagen, Kim, willst du auch eine Runde mit Kacke-Alarm spielen? Komm, Kim, einmal kacken. Kim. Wirklich nicht? Findest du, ich verhalte mich meinem Alter entsprechend? Kim. Wieso lacht ihr mich aus? Ja, all in all, ein wirklich tolles Spiel für die ganze Familie. Wenn ihr irgendwie einen zugesoffenen Onkel oder sowas habt, der spielt sowas sicherlich richtig gerne. Ja. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo sowas hinführt, aber ich kann es euch wirklich nur empfehlen, das ganze Spiel mal irgendwie auf sämtlichen Drogen der Welt zu spielen. Also es ist wirklich echt geisteskrank, die Fertigung des Ganzen. Und wie unglaublich hochwertig das gemacht ist, ist wirklich super. Alles in allem, Leute, kann ich euch wirklich nur empfehlen, sich dieses Spiel zu kaufen mit meinem Rafflink und Creator-Code. Mr. Kacker ist einfach nur ein provisorisches Stück an der Stelle hier. Ich glaube, im Großen und Ganzen geht es einfach darum, sich irgendwelche Gegenstände ins Gesicht zu katapultieren, so wie es hier draufsteht. Kacker-Alarm, meiner Meinung nach, zu Recht Spiel des Jahres 1992. Es war nicht so. Es war so. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz auf unsere Kriterien ein. Fertigung ist für mich auf jeden Fall eine 2 von 10. Also ja, es hat nein, nein!
Nein. Wir sagen wir 4 von 10. Ja. Also wenn man hier reinfasst, es gibt ein paar scharfkantige Plastikteile, wo man sich schneiden kann. Mr. Kaka ist leicht zu verschlucken, das finde ich schon mal ganz gut. Spielidee auf jeden Fall für mich eine 12 von 10. Kann man ja, nicht anders sagen. Also das wirklich, da muss wirklich jemand eine Menge LSD genommen haben, darauf gekommen Plus, zu sein. Plus, wir haben noch ein Kriterium. Sicherheit. Und Vielfältigkeit. Vielfältigkeit, sehr vielfältig, das Spiel. Also du kannst ja alles da reinstecken, was du willst, dein Pimmel, dein... Man kann ja auch mit echter Sch*** einfach... Na, das will ich jetzt nicht machen, Ding, die bleibt hier hängen und du machst ja so... Tolles Game, für die ganze Familie, nimm's mal an Weihnachten mit. Vielleicht kann man das dann auch nochmal spielen. Heute Abend im Livestream werden wir gemeinsam Lippenstifte anfertigen. Ich werde jetzt den Rest der Nacht wahrscheinlich heulen verbringen. Und jetzt war's das von diesem Video, wir sehen uns im Livestream.